Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt heute wieder meine Picks. Es ist nämlich Dezember, einer meiner Lieblingsmonate, muss ich sagen, weil Silvester und Weihnachten. Und entgegen vieler Leute, die ja sagen, Silvester wird total überbewertet, finde ich überhaupt nicht. Weihnachten und Silvester kann niemals überbewertet werden. Das ist die wichtigste Zeit im Jahr. Und genau aus dem Grund stelle ich euch auch wieder ein paar Produkte vor und zeige euch ein paar Sachen aus dem Beauty-, Lifestyle- und Fashion-Bereich, die ich jetzt intensiver nutzen möchte für den Dezember oder ausprobieren, tragen, was auch immer. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mal an mit Fashion. Ich habe mir eine Mütze gekauft. Und zwar gestern erst, diese wunderschöne Bommelmütze hier in rosa, altrosé eigentlich quasi, ja, für 10 Euro, 9,99 und ich finde, das sieht nicht unbedingt aus wie eine Mütze für 10 Euro, also ich finde, dass sie schon sehr qualitativ hochwertig einfach aussieht und sie ist wirklich extrem, extrem dick, ich glaube, eine meiner dicksten Mützen, die ich überhaupt habe. Habe ich gestern auch schon getestet. Wir waren nämlich gestern Abend dann gleich auf dem Weihnachtsmarkt und da habe ich mir die vorher kurz mitgenommen. Und ich muss sagen, Qualitätstest bestanden. Ich hatte keine kalten Ohren. Dann bleiben wir doch auch direkt nochmal bei Fashion. Auch ein neues Teil, was ich mir gestern zufällig auch im H&M mitgenommen habe und was ich, glaube ich, rauf und runter tragen werde im Dezember, hoffentlich, ist diese wunderschöne Jacke. Guckt sie euch an. Das ist eigentlich ein Mantel. Geht mir bis, ja, eigentlich so bis zum Oberschenkel. Die ist relativ dünn, also ist wirklich ein Mantel, der jetzt nicht für draußen geeignet ist, um Gottes Willen. Das Geile daran ist, dass der gerade im Sale ist, von 50 auf 20 Euro runtergesetzt und es waren gerade mal noch so ein paar Modelle da. Und ich habe eigentlich vor, die zu tragen zur Weihnachtsfeier, an Silvester, wahrscheinlich auch an Heiligabend, immer mal so als Überziehjacke, wenn es drin kalt sein sollte. Also ist jetzt nicht unbedingt was, wie gesagt, für draußen. Es ersetzt nicht den Mantel, da muss man schon noch einen drüber ziehen. Aber es ersetzt halt zum Beispiel einen Blazer oder irgendwie eine Strickjacke oder so, die man sich ja meistens nochmal mitnimmt. Ja, finde ich ganz, ganz toll. Kann ich mir gut vorstellen zu Röcken, aber auch zu einer schönen schwarzen Lederhose zum Beispiel. Dann kommen wir mal zu dem ersten Beauty-Teil. Und ich habe mir einen Pinsel mitgenommen, zusammen mit Anka auf der Glow. Und ich habe ihn bis jetzt, die Glow ist schon jetzt 3 oder 4 Wochen her, ich habe ihn noch nicht benutzt, weil ich mir dachte, okay, du hebst ihn dir für einen besonderen Moment auf und zeigst ihn vor allen Dingen erstmal in einem Video. Und ich habe ihn bis jetzt noch nicht genutzt. Deswegen möchte ich es unbedingt im Dezember nachholen. Jetzt zeige ich euch mal das gute Stück. Ich rede von diesem wunderschönen, krass tollen Pinsel hier. Der ist von Real Techniques aus der Brush Crush Serie, also Reihe oder Edition, wie auch immer. Das ist die Nummer 303 Contour, das heißt also, das ist ein Konturpinsel und ich packe ihn jetzt zum ersten Mal mit euch gemeinsam aus, live vor der Kamera. Er sieht in echt einfach mal noch schöner aus. Oh mein Gott, der ist wunderschön. Glitzer, Einhornfarben. Ombre-Effekt, alles was ein Mädchenherz braucht. Und vor allen Dingen liebe ich die Real Techniques Brushes einfach von der Qualität her. Die sind einfach sehr, sehr gut fest immer. Finde ich einfach sehr, sehr gut. Man kann gut mit denen arbeiten. Und der hier ist jetzt wirklich für die Kontur gut geeignet, weil er eben sehr kurze Borsten hat, sehr flach ist, aber eben natürlich auch fest. Das heißt, man kann hier wirklich schön so in der Kontur arbeiten. Ein wunderschöner Pinsel. Ich gucke mal, ob es das irgendwie online gibt, diese Reihe oder diese Edition. Ist natürlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, ne? Finde ich. Es passt einfach total zu dieser festlichen Saison. Dann bleiben wir nochmal bei Beauty. Ich habe mir etwas ganz fest vorgenommen, wirklich, und zwar meine Augenpartie mehr zu pflegen. Es ist eigentlich, hört sich nicht so schwer an, aber für mich ist es einfach total schwer, eine gute Augencreme zu finden. Und ich möchte jetzt mal eine probieren von Paula's Choice. Die Produkte habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das ist auch die Resist-Reihe und da gibt es, also die Anti-Aging-Reihe, und da gibt es auch extra eine Eye-Cream in diesem Bereich. Hier steht For All Skin Types und ist unter anderem mit Shea-Butter. Shea-Butter finde ich sehr schön, habe ich gute Erfahrungen mit gemacht, ist sehr, sehr schön pflegend. Und ich finde, diese ganze Anti-Aging-Sache kann einfach nur funktionieren, wenn die Haut immer schön ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt ist. Und ich glaube, dass die hier schon ganz gut sein könnte. Ich probiere sie jetzt, wie gesagt, mal aus, weil sie ist sehr reichhaltig. Also sie wirkt sehr reichhaltig, ist sehr dick auch, zieht, glaube ich, auch langsam ein.
Aber ich werde es ausprobieren. Falls ihr Empfehlungen habt für gute Augencreme, dann lasst mich das wissen, weil ich merke einfach am Ende des Tages, wenn ich da in den Spiegel gucke, ist meine Haut um die Augen rum so trocken, wahrscheinlich auch von meinem Concealer, dass sich die Haut teilweise echt so ein bisschen schuppt. Und es geht gar nicht irgendwie, das mag ich überhaupt nicht. Also, just let me know, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, auch gerne aus der Drogerie. Ansonsten werde ich das für euch testen und euch dann mal Bescheid geben, wie ich es finde. Dann habe ich mir fest vorgenommen, in diesem Dezember unbedingt mehr Karten zu schreiben und habe mich deswegen schon eingedeckt. Schreibt ihr Weihnachtskarten? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich habe es bis jetzt eigentlich das ganze Jahr überhaupt nicht gemacht. Ich habe mir mal so verschiedene mitgenommen. Die habe ich mir aus dem Rossmann mitgenommen für jeweils 50 Cent. Also ist ja echt nicht teuer und ich glaube, man kann damit einfach den Leuten, die man täglich nicht so sieht, einfach eine Freude machen. Klar, ich könnte auch irgendwie ein dämliches Video über WhatsApp verschicken oder denen so frohes Neues wünschen oder frohe Weihnachten. Aber irgendwie hat was Handgeschriebenes und so eine Karte doch mehr, finde ich. Ich muss mal gucken, ob mein Vorsatz dann auch wirklich in die Realität umgesetzt wird. Ich habe mir letztes Jahr schon mal solche Karten gekauft. Die liegen gerade irgendwo im Schrank und die habe ich tatsächlich nicht verschickt. Und dann habe ich zum Schluss noch meinen Adventskalender, auf den ich mich natürlich besonders freue. Ich habe jetzt schon die ersten zwei Türchen aufgemacht, weil heute ist der 2. Dezember. Und der ist von The Body Shop. Den haben die mir freundlicherweise zugeschickt, damit ich einen Adventskalender habe. Ich habe mich da voll drüber gefreut. Ich hatte ja vor, mit Tobi einen selber zu machen, aber ich habe es natürlich auch wieder nicht geschafft. Von daher freue ich mich über den. Dann habe ich noch einen von Windel mit Schoki für 1,99 € aus dem Kaufland. Ja, und der hier ist ziemlich cool dieses Jahr. Man kann den so aufklappen und dann hat man dahinter so die Türchen versteckt. Ich habe jetzt schon 1 und 2, wie gesagt, aufgemacht. Und da war einmal an Tag 1 die Lip Butter drin, in der Geschmackssorte Mango. Und dann auch am zweiten Türchen, auch aus derselben Reihe, deswegen zeige ich euch jetzt mal nur dieses Produkt hier, die Lip Butter, die habe ich mir schon eingesteckt, das Shower Gel von, aus der Mango-Reihe. Ich muss allerdings sagen, ich bin mal gespannt, was noch so kommt, weil diese Mango-Reihe ist nicht zu 100% meins. Die Frucht Mango, den Geruch, den finde ich einfach nicht so krass toll. Deswegen bin ich gespannt, was hier noch so drin ist und möchte von euch mal gerne wissen, was ihr dieses Jahr für einen Adventskalender habt. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich liebe diese Adventszeit und jeden Morgen ein Türchen aufzumachen, das ist für mich so... Es gibt für mich vor allen Dingen, gibt mir vor allen Dingen auch die Rechtfertigung, schon morgens vor dem Frühstück Schokolade zu essen. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr teilt hoffentlich meine Freude über die Jahreszeit, die jetzt anbricht. Weihnachten ist einfach... Es ist einfach immer wieder schön. Ich liebe das. Ich habe auch schon total viel dekoriert. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Es folgen ganz, ganz viele weihnachtliche Videos und auch Videos mit Tobi. Also ich hoffe, da freut ihr euch drauf und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.